Wenn er Heimweh bekommt, legt Erbatu Çavuşoğlu eine türkische Schallplatte auf. Am liebsten Rock. Davon hat er eine Menge in seinem Schallplattenladen in Berlin-Kreuzberg. Dabei ist Çavuşoğlu eigentlich Hochschullehrer. Doch nachdem der politische Druck auf die Hochschulen immer größer wurde, entschied er sich mit seiner Familie für das Exil. Ich hatte das Gefühl, die Regierung habe das Land immer mehr als Geisel genommen. In der Uni konnten wir irgendwann nicht mehr offen über akademische Fragen diskutieren, so wie früher. Ich habe gemerkt, wie meine Studenten immer größere Hemmungen hatten, etwas zu sagen. Manche fingen an, die Nachbarn scheel anzuschauen, aus Angst vor Informanten der Polizei. Çavuşoğlu's Plattenladen ist zu einem Treffpunkt für andere Exilanten aus der Türkei geworden. In diesen Tagen reden sie viel über die bevorstehenden Wahlen in ihrer Heimat. Kann man vielleicht schon bald wieder zurück, weil Erdoğan abgewählt wird? An diesem Punkt gehen die Meinungen auseinander. Jede Regierung ohne Erdoğan wäre ein Erfolg. Aber klar, wir haben in der Türkei schon so viele Enttäuschungen erlebt. Da sollte man sich mit voreiligen Vorhersagen zurückhalten. Ein Regierungswechsel allein reicht nicht, finde ich. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Die beiden Seiten wieder zu versöhnen, braucht Zeit. Ansonsten hält sich Çavuşoğlu gerade in Wahlkampfzeiten wie diesen von den Berliner Türken lieber fern. Denn die Erdoğan-Anhänger haben unter ihnen immer noch die Mehrheit. 51% von ihnen stimmten im vergangenen Jahr für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei. Auch der Restaurantbesitzer Osman Etolu ist Erdoğan-Anhänger. Dass Akademiker wie Çavuşoğlu aus der Türkei fliehen müssen, glaubt er nicht. Akademiker oder die Publizisten oder die in der Türkei zurzeit angeblich Flüchtlinge, muss ich sagen. Man kann in der Türkei heutzutage saufen bis ohne Ende, wenn man Alkohol das nennt. Man kann in der Türkei machen, was Europa nicht machen kann zurzeit. Was würde man in der Türkei mehr wollen? Das heißt, Akademiker, die ein Schriftsteller sein Buch publiziert, dabei kein Problem hat. Doch von einer Baustelle gegenüber kommt überraschend Widerspruch. Dort zeigen sich ehemalige Erdoğan-Wähler enttäuscht. Anfangs hat Erdoğan gute Dinge für die Türkei getan, aber nun geht es in eine negative Richtung. Es braucht einen Wechsel, frisches Blut. Dennoch bleibt die Stimmung zwischen Exilanten wie Çavuşoğlu und der türkischen Community angespannt. Gemeinsam mit 2000 anderen Akademikern hatte er einen Friedensaufruf an Türken und Kurden unterschrieben. Dafür droht ihm in der Heimat ein Prozess wegen Terrorunterstützung. Zuspruch erfährt Çavuşoğlu dagegen bei Deutschen, die viel mit der türkischen Community zu tun haben. Denn die finden, dass diese Leute hier natürlich kulturell die Stadt bereichern. Also es sind Künstler dabei, jetzt sind Theaterspieler dabei, jetzt sind Akademiker dabei. Und viele kenne ich auch noch aus den Gezi-Zeiten. Das ist ganz schön, aber für die Menschen selber ist das, glaube ich, einfach sehr schwierig. Um es für die Betroffenen leichter zu machen, hat Çavuşoğlu mit seiner deutschen Frau Julia Strutz eine Exil-Uni gegründet. Noch gibt es die nur online. Aber hier finden Seminare und Vorlesungen zu Themen statt, die in der Türkei verboten sind. Deswegen sprechen wir vor allen Dingen Leute an, die oder Akademikerinnen an, die in der Türkei sind, die aus der Türkei nicht ausreisen können, weil sie ihren Pass verloren haben und die nicht mehr arbeiten dürfen. Und für die versuchen wir in anderen Ländern, darunter auch Deutschland, neue Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Am Ende sollte dieses Angebot nicht allein für türkische Studenten und Lehrer sein. Jeder, der irgendwo auf der Welt vor Repressionen fliehen muss, sollte auf dieser Plattform in seiner Sprache einen Platz finden können. Ein Projekt, das ihn noch lange beschäftigen wird. Denn an einen Machtwechsel und baldige Rückkehr in seine Heimat glaubt Erbatu Çavuşoğlu allen Wahlen in der Türkei zum Trotz nicht.